Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Inazuma 11.3 Team Ogre greift an Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wieder Games for You. Und für uns geht's jetzt in ein neues Kapitel. Bin ich schon mehr als gespannt. So. Er wird jeden Augenblick hier sein. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Wen denn? Hey, reißt euch zusammen. Ihr benehmt euch wie aufgeschreckte Hühner. Ihr seid immer noch der gleiche Haufen. Hey, wie geht's euch, Freunde? Willkommen zurück, Froste. Kapitel 7. Auf den Schwingen des Pegasus. Schön, dass du wieder hier bist, Froste. Ich hoffe, du fühlst dich fit wie eh und je. Du hast dich echt schnell erholt und dich wohl voll auf deine Reha konzentriert. Klar, es tat mir weh, als ich euch gegen Argentinien spielen sah und nicht helfen konnte. Schlimmer als ein kaputtes Knie. Um fit zu werden, habe ich geschuftet, damit wir es der Welt gemeinsam zeigen können. Das ist die richtige Einstellung, Froste. Mit dir im Team kann uns niemand aufhalten. Pah, was freust du dich darüber? Das heißt doch nur, dass jemand anderes dafür aus dem Team fliegen wird. Du hast recht, Stonewall. Richtig, jetzt da Froste zurück im Team ist, muss einer von euch gehen. Ironside, du bist raus aus der Mannschaft. Der Trainer ist der Geist, ey. Ohne Scheiß, ey. Das ist ungerecht, Trainer Travis. Ironside hat alles für uns gegeben. Der hat mit ein Spiel gemacht, Wallside. Wo warst denn du? Mit dem Rücken zur Wand, oder was? Wollt ihr das Turnier gewinnen, oder nicht? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und jetzt ab aufs Feld mit euch. Zeit fürs Training. Komm schon, Ironside. Du wirst das doch nicht so hinnehmen, oder? Sprich mit dem Trainer. Pah, hör auf damit, klar? Das Letzte, was Ironside braucht, ist unser Mitgefühl. Er braucht einen Flug nach Hause. Gehen wir zum Spielfeld. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Kevin, was bist du denn für ein Arsch, ey? Kevin, wieso bist du so gemein zu Ironside? Tja, Kevin weiß, wovon er redet. Schließlich war er anfangs auch nicht im Team. Er hat nie aufgegeben, sondern hart weiter trainiert. Nachdem er sich verbessert hat, hat den Trainer Travis zurück in die Mannschaft geholt. Ah! Ich verstehe. Ich weiß jetzt, wieso Kevin mir gesagt hat, ich soll nach Hause gehen. Leute, hört mal zu. Ich werde heimgehen und hart trainieren. Und wenn ich an meiner Technik gefeilt habe, werde ich es zurück ins Team schaffen, klar? Ironside! Kopf hoch, Ironside. Trainiere hart und du wirst bald wieder hier sein. Tut mir leid, Ironside. Das war bitter. Aber wir werden für dich gewinnen. Du wirst sehen. Gut, lasst uns in unserem Bereich zurückgehen und trainieren. Mach schon, Hyde. Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir den Flug noch verpassen. Du hast recht. Das war ja knapp. Die hätten sich beinahe getroffen hier. Ironside hat die Mannschaft verlassen. Sean Frost hat sich dir wieder angeschlossen. Füge, ja, okay, machen wir. Jetzt gehört er wieder mit zum Team sozusagen. Gucken wir mal kurz. Ja, hallo. So, Aufstellung. Machen wir mal hier Spieler. Den können wir dafür rauswerfen.
Kevin schmeißen wir mal raus. Tauschen. Gegen. Ach, können wir doch nicht hier, oder was? Da müssen wir zu unserem Bereich erstmal rennen. Okay, ich verstehe. Karte. Zur kleinen Insel, dann nach Japan, zum Wohnheim und ab ins Wohnheim, würde ich sagen. So. Wuppdiwuppdiwuppdiwupp. Hier oben ist doch einer. Bei dem müsste es eigentlich gehen, nach meiner Meinung. Oh, hallo Kinder. Trainiert ihr auch fleißig? Welche Mannschaft möchtest du denn ändern? Ja, natürlich die Story-Mannschaft, du Vogel. So, hier. Kevin. Weiter. Und das Froste. Super. Perfekt. Welche Mannschaft? Keine davon, du Vogel. So, jetzt gehen wir raus. Bam. Und trainieren mal fleißig. Denn so muss es sein. Nur wer trainiert, kann besser werden. Oh, Hillman. Ah, schön, dich wieder dabei zu haben, Frostel. Sieht so aus, als wärst du richtig gierig aufs Training. So gefällt mir das. Wow. Der geht ja ab. Wäre gar nicht verletzt gewesen. Super. Extra Blatt. Froste zurück zu alter Stärke. Ich sollte eher sagen, besser als je zuvor. Er wirkt schneller und stärker als je zuvor. Jetzt sind wir unschlagbar. Unser nächster Gegner sind die USA. Ihre Mannschaft trägt den Namen Unicorn. Sie stellen einige der besten Spieler des Turniers und sind defensiv und offensiv überragend, ein beeindruckender Gegner. Jede Mannschaft mit Eric und Bobby an Bord muss zwangsläufig gut sein. Wie heftig, ey. Also muss da quasi jetzt... Wir müssen ja jedes Spiel gewinnen, hat's gehießen in der letzten Folge. Mann. Ja, sie waren beide in bestechender Form, als sie ihr erstes Spiel gegen England gewannen. Wer sind eigentlich Eric und Bobby? Gute Frage, Camelia. Ach, habe ich gerade vergessen. Du kennst sie ja gar nicht. Beide haben für Raymond gespielt. Ich habe sie als Kind in den USA kennengelernt. Man kann sie wohl alte Freunde nennen. Alte Freunde? Auf geht's, Froste. Schieß nochmal. Du bist in Topform. Mark. Was ist mit der los? Wieso fühle ich mich so? Immer wenn ich Mark ansehe, werde ich... Was ist los mit dir, Camelia? Du wirst ein wenig blass. Nein, mir geht's gut. Ich will nur noch ein bisschen beim Training zusehen. Alter, was geht denn bei dir ab? Uff. Cammy, übertreib's nicht. Soll ich dich mitnehmen? Ich trage dich Huckepack. Steig auf. Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Ich trage dich Huckepack. Steig auf. Uff, mein Kopf tut weh. Gleich habe ich's. Gleich erinnere ich mich. Cammy? Tja, lassen wir es gut sein. Macht eine Pause, damit ihr heute Nachmittag frisch für eine weitere Trainingseinheit seid. Geht es Cammy gut? Trainer Travis hat sie doch ins Krankenhaus gebracht, oder? Ich mache mir auch Sorgen. Sie hatte in letzter Zeit so oft Kopfschmerzen, aber vorhin schien es schlimmer als sonst gewesen zu sein. Manchmal sieht sie so ernst aus, als ob sie irgendwas beschäftigen würde. Die Cammy, die ich kannte, war immer fröhlich und voller Energie. Das sieht Camelia aber gar nicht ähnlich. Berichtige mich, falls ich mich irre, aber diese Cammy, von der du redest, ist eine andere Person als unsere Camelia, korrekt? Ich schätze schon, aber für mich wird Cammy immer Cammy bleiben. Ich weiß nicht wieso, aber wenn Cammy mit dabei ist, könnte ich es mit jedem aufnehmen. Oh, was soll denn das heißen?
Es ist so, als ob man wieder ein Kind wäre. Als ich klein war, jagte ich einfach den Ball nach. Ich kannte keine Furcht. Ich will mich nicht von meinem jüngeren Ich übertreffen lassen. So geht's mir, wenn Cammy dabei ist. Du und Camilla habt wohl viele gemeinsame Erinnerungen. Das muss schön sein. Marc, wir haben noch etwas Zeit, bevor das Training anfängt. Willst du Camilla im Krankenhaus besuchen? Ich glaube, du kannst das Krankenhaus von Central Leocott aus erreichen. Gehen wir! Du kannst jetzt zum Krankenhaus in Central Leocott gehen. Das war mal eine super Idee. Ab ins Krankenhaus. Ach du Scheiße, jetzt kommt ein Spiel. Ich habe mir jetzt überlegt, für die Spiele, wenn wir Story-Spiele haben, dann machen wir das dann so, dass wir den kleineren Bildschirm ein bisschen größer ziehen, damit man die Techniken besser sehen kann. Aber hier in den kleineren Sachen, da lassen wir es einfach laufen, so wie es ist in der kleineren Größe. Okay, super. Tor ist drinne. Weil es doch ein relativer Aufwand ist, das immer wieder zu wechseln. Und die ja auch relativ schnell vorbei sind, deshalb vor allen Dingen. Aber bei Story-Spielen machen wir es so, weil wir nehmen da den Kommentar zu Herzen. Da machen wir ein bisschen das größer mit den Spezialfertigkeiten. So, Zentral-Leocott hat es gehießen. Da oben ist das Krankenhaus. Okay, super. Haben wir gefunden jetzt. Ab zum Krankenhaus. Mal mit allen labern. Keine Zeit! Ich habe viel zu tun! Ah ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das natürlich auch. What the fuck? Ach, nächstes Match, gar nicht drauf geachtet. Hallo? Erobere den Ball, machen wir natürlich. Start. Sollten vielleicht doch mal gucken, dass wir hier die Mannschaft ändern. Alter. Ah, weggelenkt, scheiße. Du bist doch schneller als er, oder? Oh, wow, 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 wow. Ihr Schweine! Das gibt's ja nicht. Super, jetzt komm, Saugstauber. Wenn du den nicht bekommst, flipp ich aus. Aber das sieht gut aus. Und damit haben wir den Ball. Perfekt. Gewonnen. Gucken wir aber gerade mal, dass wir hier die Aufstellung tauschen. Wallside kann weg gegen Gazelle. Nelson kann weg gegen Aphrodite. Und dann nehmen wir für Hawkins noch Frosty mit rein, damit er nämlich auch noch mal ein bisschen trainieren kann hier nebenbei. So, mit wem können wir hier noch labern? Aber man kann tatsächlich die Kamera drehen. Das ist ja geil. Danke für den Tipp übrigens. Sieh einer an, Inazuma Japan. Ich hoffe doch mal, dass keiner von euch verletzt ist. Naja, ein bisschen schon. Willkommen im Leocott Krankenhaus. Macht euch keine Sorgen wegen Verletzungen. Hier richten wir euch wieder her. Okay. Und hier? Ah, ich habe Magenschmerzen. Das muss an den Inselfrüchten liegen. Aber sie waren so... Oh, lecker. Oh, shit. Das nächste Spiel. Hier geht's ab im Krankenhaus. Wahrscheinlich alle irgendwie verletzt gewesen. Kommen raus und müssen gleich jeden zum Fußballspielen zwingen. So, hier, komm. Froste. Tackling machen wir mal. De Marc vor allen Dingen, ey. Super, hat er sich durchgesetzt als Torhüter. Und wir haben den Ball natürlich. So muss das sein. Jede Menge Level-Ups. Fox Wiley, gerade einer, der mir nicht so geheuer ist. Ergötzt sich daran, seine Gegner auszutricksen, sucht eigentlich nur Freunde. So sieht er aber nicht aus. Nee, den will ich nicht. Nee. Kein Fall. Na ja, bin ich mir. Kiste! Kann man da Hoffnungsarmband erhalten? Gehen wir ab ins Krankenhaus. Jede Menge Leute zum Labern.
Willst du was Gruseliges hören? Sicher? In Ordnung. Taucht ein Icon auf dem Max steht, heißt das, dass du die Statuswerte dieses Spielers nicht mehr steigern kannst. Wenn du das ignorierst und einen der Statuswerte trotzdem steigerst, führt das dazu, dass ein anderer Wert verringert wird. Na, hast du Angst? Das habe ich mir schon gedacht. Buhahaha! Das ist ja wirklich komisch. Wie bitte, Schätzchen? Ob das ein modernes Krankenhaus ist? Natürlich, wir sind mit modernster Technik ausgestattet. Gut zu wissen, wenn Cammy hier liegt. Federstollen erhalten. Wahrscheinlich für Sprungkraft. Mit ihm will ich noch nicht reden, es wird die Story triggern. Ich verbringe hier auf Leocord meinen Urlaub. Und natürlich will ich auch ein bisschen was von der FFI mitbekommen. Aber leider habe ich sofort nach der Ankunft furchtbare Bauchkrämpfe bekommen. Und das Hotel ist eine einzige Baustelle. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen, ne? Schnarch, du kannst Leuten, die nicht in deinem Team sind, keine neuen Techniken mit Anleitungen beibringen. Schnarch, du musst sie mit Team bearbeiten, zuerst in dein Team holen, Würstchen, alles klar. Fangt ja nicht an, euch hier drin mit einem der anderen Teams zu zanken, verstanden? Sonst bekommt ihr es mit mir zu tun. Und dann gibt's einen Einlauf. Achtet darauf, dass ihr euch ausruht, wenn ihr euch verletzt habt, ja? Sonst wird die Verletzung nur noch schlimmer. Hoffentlich gibt's hier keine Verletzung. Trainer Travis, geht es Cammy gut? Sie braucht jetzt Ruhe und darf nicht gestört werden. Ist das was Ernstes? Mach dir darüber keine Gedanken. Sieh zu, dass du zum Übungsgelände kommst. Sofort! Wie er uns hier abwatscht. Trainer Travis sah besorgt aus. Ich hoffe, Camelia geht es gut. Danke, Doktor. Ich gehe dann besser mal. Wer war denn das? Wer ist das? War das Eric? Was meinst du, Mark? Es gibt doch keinen Sinn, den ganzen Tag nichts zu tun. Hast du Lust auf eine kleine Trainingseinheit? Hä? Wo steckt denn Sylvia? Stimmt, sie ist weg, aber vor einer Minute war sie noch hier. Sie ist wohl kaum allein zurück in unseren Bereich gegangen. Lasst uns die Leute fragen. Machen wir einen Cut an der Stelle. Weil mir geht der Batteriespeicher aus. Speichern wir lieber mal. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.